die Möglichkeit, neben der persönlichen Vorsprache in Naumburg auch den Führerschein auf dem Postweg umtauschen zu lassen. Neben dem Antragsformular wird auch eine Kopie vom Personalausweis, Vorder- und Rückseite sowie der Führerschein benötigt. Wir brauchen auch noch ein biometrisches Passbild und, wenn vorhanden, die alten VK30-Karten. Früher wurden die Führerscheinanträge auf solche kleinen braunen Karteikarten geschrieben. Und da stehen die Erteilungsdaten mit den ganzen Führerscheindaten, Personendaten drauf. Und manchmal kann es sein, dass eine Person jetzt im Burgenlandkreis lebt, die Fahrerlaubnis aber damals in einem anderen Landkreis erworben hat. Und da wir den alten oder den anderen Landkreis dann anfragen müssten, wäre es für die Zeitverkürzung sinnvoller, sich im Vorfeld schon bei der anderen Behörde eine Karteikartenabschrift zu holen oder die kleine VK30-Karte, die früher ausgehändigt wurde, bei uns zu übersenden oder persönlich mitzubringen. Wir prüfen zunächst den Antrag auf Vollständigkeit. Sollten Unterlagen fehlen, würden wir die entsprechenden Bürger nochmal anschreiben und die Unterlagen nachfordern. Sind dann alle Unterlagen vollständig, arbeiten wir den Antrag im System ab. Wir geben die Führerscheindaten ein. Dann wird der Führerschein bei der Bundesdruckerei in Herstellung gegeben, was aktuell 4 bis 6 Wochen dauert. Nachdem der Prozess abgeschlossen wurde, wird ein Gebührenbescheid gedruckt und mit einem Anschreiben an die Bürger verschickt. Dort stehen nochmal alle Informationen drin, dass der Führerschein jetzt in Herstellung geht, wie lange die Dauer der Bearbeitung ist und ob der hier abgeholt werden muss oder ob der nach Hause zugeschickt werden muss. Das liegt daran, welche Unterlagen uns auf dem Postweg zugesandt werden. Wird uns nur eine Kopie vom Führerschein zugeschickt, muss der original neue Kartenführerschein bei uns abgeholt werden. Wird uns dieser originale alte Führerschein zugeschickt, kann der neue nach Hause geschickt werden. Hat den Hintergrund, dass man nur im Besitz von einem Führerscheindokument sein darf. Recht, der Fahrerlaubnis bleibt natürlich weiterhin bestehen. Sie haben dann halt nur aktuell für den kurzen Zeitraum kein Dokument in der Hand. Deswegen bearbeiten wir den Antrag, sobald er da ist, versuchen den innerhalb von 3 Tagen auch zurückzuschicken, damit es da keine Konflikte gibt, falls doch jemand mal im Straßenverkehr durch die Polizei zum Beispiel angehalten und kontrolliert wird. In Naumburg findet aktuell keine Terminvergabe statt. Es kann regulär zu unseren Öffnungszeiten vorgesprochen werden.